von Shinzo PR und Newcomer FM. Newcomer FM heißt, der Sitz ist in Österreich, ist ein Verein, der sich halt um Newcomer bemüht. Wir fördern Newcomer Bands als auch DJs, machen Bandkonteste etc. Und ich selber Künstlerin und halt Presse. Und genau deswegen sitzen wir hier bei Sunshine Live. Mit wem spreche ich überhaupt? Mit dem Andi. Mit dem Andi. Was kannst du uns über Sunshine Live an sich erzählen? Wie lange gibt es Sunshine Live schon? Und also gegründet wurde Sunshine Live 1997. Ist ein Radiosender, der sitzt in Mannheim, ist so in Baden-Württemberg, in dem Dreh wird gesendet. Kennen wir wohnen in Heidelberg. Dann empfangt ihr das wunderbar. Und es ist ein Radiosender, der sich auf elektronische Musik spezialisiert hat. Das war früher eine Ausnahmestellung. Mittlerweile spielt jeder Radiosender elektronische Musik, deswegen ist es halt nicht mehr so die Ausnahmestellung. Aber wir versuchen trotzdem immer das Programm Tracks zu spielen, die jetzt nicht so im Mainstream ist. Wir haben verschiedene Sendungen abends, wo Künstler ihre eigenen Sendungen haben. Felix Kröcher, Karl Cox, Hardwell. Also wir bieten ein breites Spektrum an elektronischer Musik. Cool. Ja. Habt ihr unter anderem auch Newcomer oder wie ist es, Bernd, bei euch eigentlich ähnlich wie andere Radiosendern auch viele CDs eingeschickt, so von wegen, ich bin neu, kann das, spielt mich? Genau, wir haben die Musikredaktion, die sich darum kümmert, da kann man Demo-Tapes hinschicken, je nachdem, ob das dann halt zum Sender passt, wird es dann gespielt oder nicht. Also das trifft jemand die Vorauswahl und dann gibt es einmal die Woche die Musikabhöre, wo sich dann DJs, Mitarbeiter und aus der Redaktion Leute zusammensetzen, die neuen Tracks durchhören und dann wird entschlossen, der Track ist gut, der Track ist schlecht oder er passt nicht. Und dann gibt es verschiedene Kategorien, je nachdem wie gut der Track ist, desto häufiger wird er auch gespielt in der Rotation. Und dann kann man so auch Newcomer seine Tracks da hinschicken, klar, und hat dann die Chance, dass es live im Radio gespielt wird. Ja. Coole Sache. Was anderes noch, es gibt ja auch viele Veranstaltungen, die ja von Sunshine Live ja auch gesponsert oder gefördert werden. Gibt es da jetzt demnächst irgendwas, was man wissen sollte? Also das nächstgrößere Event ist im Mayday. Ja, das ist ein großes Festival, wo wir natürlich auch Partner sind, Werbepartner. Ansonsten gibt es natürlich die Nature One wieder, wie jedes Jahr, das kennt man ja. Und wenn man mal ein bisschen weiter schaut, das nächste größere Event von uns, das persönliche Event, ist das Highlight des Jahres, die 90er Party in Mannheim. War ich letztes Jahr auch. Ja, das ist sozusagen jetzt die wirklich eigene Veranstaltung, die wir auch selbst machen, die komplett selbst produziert wird. Und das ist sozusagen das Highlight im Jahr. Ansonsten sind es halt viele Festivals, auch eigene Veranstaltungen in Diskotheken. Also es gibt eine ganze Menge auf jeden Fall. Aber kann man sich auf der Homepage anschauen, da sind auch alle Events. Findet man auch dort. Ja. Da hast du mir gerade zwei Stichworte gegeben. Die Mayday, wann ist die zum einen? Da fragst du mich jetzt was. Ich glaube, das ist der 30. In Dortmund. Da müssen die sein, genau, ja. Und das andere, könnt oder dürft ihr schon was dazu sagen, wer dieses Jahr dann bei den 90er Live on Stage dabei sein wird? Leider nicht, nee. Also das wird noch bekannt gegeben in nächster Zeit. Also der Kartenvorverkauf beginnt ja schon. Da weiß ich jetzt nicht, wie viel ich da preisgeben darf und wie viel nicht. Deswegen dann lass uns lieber. Deswegen sage ich lieber gar nicht, bevor ich was Falsches sage. Aber das wird, denke ich mal, in den normalen Kanälen dann bekannt gegeben, wenn es Zeit ist, ja. Also ich selbst kann es empfehlen, war ja letztes Jahr, wie gesagt, selbst dabei. Kennen Gott sei Dank inzwischen auch ein paar von da. Ist immer geil, macht immer Spaß. Sunshine Live selber, super, die das organisieren. Von daher einfach vorbeischauen, auf die Homepage schauen. Magst du nochmal kurz anschauen? Ja, das ist www.sunshine-live.de, das ist die offizielle Homepage. Ansonsten auch bei Facebook vertreten, da kann man natürlich auch schauen und uns finden. Ja. Super, dann danke ich dir, Andi, wünsche dir noch viel Spaß dann auf der Messe.